Um 2.29 Uhr wurde die Feuerwehr Stuttgart zu einem Brand eines Biergartens hier in die Stresemannstraße alarmiert. Umgehend wurden von der Leitstelle mehrere Einheiten der Berufs- und Freiwilligenfeuerwehr zur Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand der Biergarten bereits im Vollbrand und brannte in voller Ausdehnung. Umgehend wurde die Brandbekämpfung mit mehreren Löschrohren eingeleitet. Schwierig gestaltete sich hierbei die Wasserversorgung, da die nächstgelegene Wasserversorgung über mehrere hundert Meter hier von der Einsatzstelle entfernt war, mussten Leitungen hierher verlegt werden. Der nächstgelegene Hydrant ist oben im Bereich des Augustinums oder unten im Bereich des Parksattels und von hierher mussten die Leitungen verlegt werden. Somit stand in der Erstphase das Wasser der Fahrzeuge zur Verfügung. Ja, beim Eintreffen der Kräfte bot sich halt ein Flammenmeer, da der Biergarten bereits in voller Ausdehnung gebrannt hat. Was jetzt genau gebrannt hat, ist im Moment eh noch nicht feststellbar, weil man noch nicht in den Nahbereich des Brandes direkt kann. Das muss man jetzt im Nachgang analysieren. Gut, es wurden mehrere Löschrohre vorgenommen. Zum einen wurde direkt ein Angriff mit Strahlrohren über die Eingänge gestartet, des Weiteren noch über Löschrohre über die Drehleitern. Es wurden normale Propangasflaschen hier vor Ort gefunden, die aber rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnten und somit keine weitere Gefahr für die Feuerwehr und die Einsatzkräfte dargestellt haben. Und im Nachgang finden jetzt noch umfangreiche Nachlöscharbeiten statt. Das ganze Brandgut muss teilweise auseinandergezogen werden, um das vollends ablöschen zu können. Das wird sicherlich noch über eine längere Zeit andauern.